Demokratie in Hessen, eine Zustandsbeschreibung und gemeinsame Spurensuche. Ich war sehr faul in der Titelfindung. Das ist für mich immer das Schlimmste, wenn ich einen Vortrag halten muss, dem Ganzen noch einen Titel zu geben, und habe einfach all das genommen, was ihr mir in die Anfrage reingeschrieben habt, womit sich das Plädoyer beschäftigt und was mir zum Teil auch bekannt ist. Und einige von Ihnen kennen möglicherweise dieses Bild, den Bildausschnitt von einem Gemälde von Hieronymus Bosch, das Narrenschiff. Und das Narrenschiff selbst war eigentlich der erste große, erfolgreiche Schelmenroman des Mittelalters von Sebastian Brandt. Und es geht um die Reise von 100 Narren zu einer Insel, um ihr Utopia zu gründen. Und wie Sie auf dem Bild, zumindest so wie Bosch es interpretiert hat, erkennen, ist es nicht so einfach, auf einem nahen Schiff voller Narren sich zu bewegen, weil alle machen irgendetwas, aber sie finden keine gemeinsame Richtung. Und das ist für mich so ein bisschen Metapher geworden in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, was kann man denn machen, was kann man tun? Und natürlich begegnet uns das in den Bezügen des Demokratiezentrums immer wieder. Es ist ja auch unsere Aufgabe, dazu zumindest mal Antworten mitzusuchen. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich möchte mich weniger mit dem Extremismus, Rechtsextremismus und so weiter beschäftigen, sondern einen Einstieg machen zum Thema Demokratie und zum Thema Vertrauen und zum Thema Vertrauensverlust. Möchte das anhand eines Beispieles etwas deutlicher machen, wo meiner Meinung nach der Hammer hängen wird, nämlich an dem Beispiel Klimakrise und Demokratiegefährdung. Klammer auf, dazu führen wir im Oktober eine große zweitägige Klausurtagung auch durch. Dann habe ich mal versucht, weil Sie ja noch in Arbeitsgruppen oder in den Austausch gehen, falls Sie das nicht anders verabredet haben, eben mal so drei Perspektiven aufzumachen, wie man eine solche Spurensuche eigentlich aufnehmen kann. Der erste Zugang ist, es ist eine Frage der Betrachtung des Problems. Das zweite, da kann man sich die Frage stellen nach den möglichen Handlungsebenen. Und das dritte ist, findet man Begriffe, die nicht verhindern, sondern Zugänge schaffen. Denn, so habe ich es verstanden, es geht darum, bei dieser großen Runde über ein gemeinsames Verständnis auch in ein gemeinsames Handeln zu kommen. Korrigieren Sie mich sofort, wenn ich irgendwas falsch verstanden habe oder falsch sage. Ich könnte Ihnen, und das wäre jetzt eigentlich auch wichtig, aber dafür haben wir keine Zeit, mit Ihnen einen Einstieg machen über verschiedenste Begriffe, weil wir benutzen viele Begriffe wie, also Extremismus benutze ich zum Beispiel gar nicht, aber das müsste ich jetzt begründen, das lasse ich jetzt an dieser Stelle. Was ist Extremismus, was ist Rechtsextremismus, was ist Mitte der Gesellschaft und so weiter und so weiter. Plädiere aber sehr dafür, dass man mit sauberen Begriffen arbeitet. Und ich möchte das nur am Beispiel des Demokratiebegriffs Ihnen ein wenig erläutern. Wir alle sind für Demokratie, würde ich jetzt mal behaupten. Alle, die hier sind und die Motivation, sich hier zu engagieren, rührt daher, dass man für Demokratie ist. Aber was ist eigentlich Demokratie? Ohne jetzt darüber einen langen Vortrag halten zu wollen. Du hast es ja eben gesagt, ich war im Sachverständigenrat für den 16. Kinder- und Jugendbericht. Und der Auftrag der Bundesregierung an uns war, Titel, so heißt das ganze Ding auch, demokratische Bildung im Kindes- und Jugendalter. Wir haben uns erstmal überlegt und wirklich viel Zeit genommen, ja, was ist eigentlich demokratische Bildung, was ist Bildung, was ist Demokratie, also was ist unser gemeinsames Verständnis, und sind auf die folgende Definition gekommen: Demokratie ein Stück weit auf Ebene von drei Dimensionen zu differenzieren, aber auch zusammenzuführen. Ich will es mal mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Wir haben die formale, die substanzielle und die prozesshafte Dimension als charakteristisches Element von Demokratie definiert. Formale Dimension, könnte man sagen, das ist eigentlich das, was die meisten sagen würden. Die Institutionen, die Abläufe, das Prozedere, die Wahlen und so weiter. Das ist ein wesentlicher Teil von Demokratie. Der zweite Teil,
der allerdings dazugehört, ist, auf welcher normativen Basis findet das Ganze statt? Und das ist die substanzielle Dimension. Was sind unsere Werte und was ist darin der unhintergehbare Kern, der wirklich nicht verhandelbar ist? Wenn Sie sich so ein bisschen mit Demokratie interessiert beschäftigen, dann sehen Sie, dass viele für sich Demokratie postulieren und postuliert haben. Und da muss man mal den Blick außerhalb Deutschlands werfen, aber ein anderes substanzielles Verständnis davon haben oder entwickelt haben. Und trotzdem sagen, wir haben doch demokratische Prozesse. Und das Dritte, und gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche ist es so wichtig, aber nicht nur mit Blick auf die Jungen, sondern auch auf uns Alte, das ist die prozesshafte Dimension von Demokratie. Und das meint die Tatsache, dass Demokratie gleichzeitig stark und schwach ist, weil sie nie fertig ist. Sie entwickelt sich immer weiter. Die ersten demokratischen Wahlen waren im Deutschen Kaiserreich, das war ein Männerwahlrecht, das wäre fast noch ein Zensuswahlrecht geworden. Auch das waren die Diskussionen übrigens in der Paulskirche dazu. Das Frauenwahlrecht musste erkämpft werden, das Wahlalter ab 18 musste erkämpft werden, das kommunale Wahlrecht für Ausländer musste erkämpft werden. Wir leben in einer Gesellschaft, Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass in einer Gesellschaft es möglich ist, dass Gruppen auch immer wieder um Anerkennung und Anrechte kämpfen und dafür in Erscheinung treten. Das Wichtige an dieser Definition ist, sie kriegen keine Dimension ohne die beiden anderen. Also man kann es nicht voneinander lösen. Das ist der Punkt dabei. Aber wir können es uns auch nicht so einfach machen zu sagen, ja, für uns ist Demokratie wunderbar und anerkennen beispielsweise nicht, dass für andere Menschen in unserer Gesellschaft demokratische Teilhabe überhaupt noch nicht verwirklicht ist. Vielleicht so viel zu diesem abstrakten Begriff. Demokratie hat noch eine Schwäche, sie hat keine Legitimation von Gottes Gnaden oder von einer harten Ideologie wie den Nationalsozialismus oder den Stalinismus. Demokratische Systeme leben vor allem von einer Währung und diese Währung heißt Vertrauen. Und hier sehen Sie so ganz klassische Definitionen, was Vertrauen ist. Also ohne Sie jetzt mit Luhmann langweilen zu wollen, ist es aber schon wichtig, an dieser Stelle mal zu nennen, wir leben in einer sehr, sehr komplexen Gesellschaft und da ist Vertrauen, jetzt mal unabhängig, ob es um das politische System geht, sehr, sehr wesentlich. Und wir erleben gerade einen Vertrauensverlust in Teilen der Bevölkerung gegenüber der Wissenschaft zum Beispiel. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich überblicke meinen Körper so, wie er ist. Ich bin kein Mediziner, ich hasse es, irgendwelche Befunde zu googeln. Wenn ich zum Arzt gehe, zu einer Ärztin gehe, dann vertraue ich darauf, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen mich behandelt. Das ist die eine Ebene und das hat man auch fruchtbar natürlich gemacht für das politische System, für ein demokratisches System. Sie sehen, das sind schon ältere Ansätze von Easton, das Konzept der politischen Unterstützung. Und das ist geordnet in die politische Kultur, in die Struktur, er schreibt dann der demokratischen Regime, also der Systeme, die sozusagen das umsetzen und Vertrauen oder politische Unterstützung in Prozesse, die mit dem Handeln der EntscheidungsträgerInnen und BürgerInnen verbunden sind und verknüpft sind. Und das scheint mir ein sehr, sehr wesentliches Element zu sein, wenn wir verstehen wollen, was im Moment ins Rutschen gerät. Da reden wir eben nicht über Extremismus, Rechtsextremismus, wo sowieso die Ablehnung dieses Systems per se das Thema ist, sondern wir sind weit davor. Tja, und wie sieht das mit diesem Vertrauen aus, wenn man das mit Studien sich mal ein wenig anschaut und sich dem annähert? Frank Decker, nicht Oliver Decker, sondern Frank Decker von der Uni Bonn und ein Team, die führen seit einigen Jahren, alle zwei Jahre, eine Studie durch zum Thema Demokratievertrauen in Krisenzeiten. Und da sehen wir, das sind natürlich abstrakte Erhebungen und dann wird das reduziert auf sehr wenige Items, wie sich das für quantitative Studien gehört. Aber was man sieht, ist, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie, wenn man die Antworten überhaupt nicht zufrieden und weniger zufrieden zusammenführt, eine Mehrheit hat.
Also das kann man ja kopfrechnen da oben. Also die Mehrheit der Menschen in Deutschland sind überhaupt nicht oder weniger zufrieden mit der Demokratie. Und dann kann man sich noch soziodemografische Variablen anschauen, um auch zu erkennen, wo möglicherweise Ansatzpunkte sind, es zu verstehen, aber vielleicht auch zu handeln. Befragte aus der Unterschicht sind deutlich weniger zufrieden, also ich nehme jetzt die Begriffe aus der Studie, weniger zufrieden als Befragte aus der Mittel- bzw. oberen Mittelschicht, Oberschicht. Also die haben nur diese sehr grobe Dreiteilung. Also je ökonomisch besser wir gestellt sind, desto zufriedener sind wir mit der Demokratie und vice versa. Und je niedriger der Bildungsstand, desto niedriger die Zufriedenheit mit der Demokratie. Diese Verknüpfung übrigens ist ein Gift, was schon so lange bekannt ist in so vielen unterschiedlichen Kontexten. Soziale Herkunft, Bildungschancen, wenn wir über Teilhabe in diesem Land sprechen. Dann gibt es eine ganz aktuelle Studie von einem Kollegen, Uni Hohenheim, glaube ich, das ist in Baden-Württemberg. Rechtspopulismus, Verschwörungserzählung, Demokratiezufriedenheit und Institutionsvertrauen in Deutschland. Langer Titel und auch da nur mal drei Ergebnisse. Tendenziell sind es Menschen im Alter 45 bis 59, die dem Weltbild, so haben sie es genannt, Populismus und Verschwörung zustimmen, eher Personen mit niedriger Bildung und bei Menschen in Ostdeutschland. Ein Viertel der Befragten ist mit dem Funktionieren der Demokratie auf Bundesebene unzufrieden, auf Landes- und auf kommunaler Ebene sind es weniger. Sie sehen, hier kommt er zu einem etwas anderen Ergebnis als die anderen AutorInnen. Und je ausgeprägter das rechtspopulistische Weltbild einer Person ist, desto größer ist ihre Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie. Je rechtspopulistischer das Weltbild, desto größer ihr Misstrauen in die Institution. Institutionen, da gibt es auch regelmäßig Studien, wird abgefragt, wie vertrauen, welchen Institutionen vertrauen Sie? Und dann kommt die Polizei, normalerweise die Wissenschaft, die Politik, Bundespolitik relativ weit unten. Medizin, da hat sich sehr, sehr viel verschoben, auch durch Corona ist in Bewegung gekommen. Das sind alles abstrakte Zahlen. Und wo merken wir das? Wo merken wir, dass etwas ins Rutschen geraten ist? Jetzt ist mein Handy da hinten, Sie haben alle Ihre mobilen Endgeräte und möglicherweise sind Sie in sozialen Medien unterwegs und Sie brauchen nur entsprechende auf X, formerly known as Twitter, nachzuschauen, irgendeinen beliebigen Hashtag, dann geht da einfach die Post ab. Also in den Echokammern der sozialen Netzwerke, da finden wir Simplifizierung, Verrohung, Verbreitung von Fake News. Diese ganzen abstrakten Geschichten haben wir auf der Straße gesehen. Insbesondere während der Pandemie. Die großen Corona-Proteste, Kassel beispielsweise, über 20.000 Menschen in einer Mixtur, und das war das Interessante, die wir vorher so noch gar nicht kannten, eine Mobilisierung von Reichsbürgern, Rechtsextremen, bis hin zu Menschen, die völlig legitim auf die Straße gehen wollten, weil sie mit den Maßnahmen nicht zufrieden waren, Leute, die aus dem alternativmedizinischen Spektrum kommen. Homöopathie und so weiter, geeint unter einem Bann. Und das lautet gegen das System, gegen das System. Und dann kann man mit all diesen kognitiven Dissonanzen, die man den Menschen unterstellt, die kann man alle knicken, weil dieses einende Band, das war wesentlich stärker, als damit zurechtzukommen, dass neben, das hatten wir im Landil-Kreis bei größeren Demonstrationen, neben Menschen aus der evangelikalen Bewegung, die Gebete gesprochen haben für die Versammlung, danach der Reichsbürger gekommen ist. Kein Problem. Wir haben im Moment einen Vertrauensverlust, der sich, ich bin eigentlich froh, dass der Zug übrigens stehen geblieben ist, ich war nämlich gerade dabei, das AfD-Wahlprogramm zu lesen, dann konnte ich nicht weiterlesen, weil in dem Papier, noch sehr, sehr kommod, muss man sagen, also da muss man immer unterscheiden zwischen dem Papier und der Sprache und dem Auftreten,
das Thema identitätspolitischer Zuspitzung, kulturpolitische Konflikte, die sich an Themen wie Gendern, an Themen wie sexuellen Orientierung und so weiter festmacht, und was eben kein Alleinstellungsmerkmal der AfD ist, also da steigen ja ganz andere ein, das führt hin mit zu dieser Polarisierung. Die Erfolge der AfD, die wachsende Zahl von Straf- und Gewalttaten gegenüber Flüchtlingen, JournalistInnen, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen. Und natürlich in Hessen durch die Morde an Walter Lübcke, den Mord in Hanau, ich lasse auch immer Halle mit hier stehen, es sei genannt, oder Mordversuche wie die in Wächtersbach. Wenn man versucht, sich mit diesem Thema dann so zu beschäftigen, um zu verstehen, woher kommt das, dann kann man im Großen und im Kleinen gucken. Im Großen haben wir versucht, unserem Kinder- und Jugendbericht eine Zeitdiagnose voranzustellen, nämlich verknüpft mit einer einfachen Frage. Wieso kommt die Bundesregierung auf die Idee, jetzt das Thema einzukaufen, also einzufordern, anzufragen, demokratische Bildung im Kindes- und Jugendalter? Wieso jetzt? Wieso nicht vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren? Das ist mehr eine rhetorische Frage. Man kann solche Fragen, auch Ihre, was ist unser gemeinsames Engagement, nicht loslösen von dem, was da draußen passiert. Ansonsten beschäftigen wir uns mit uns selbst. Und was da draußen passiert, im Großen haben wir zusammengeführt unter den sogenannten Megatrends, ein Konzept von einem amerikanischen Politikwissenschaftler, wie Sie sehen, das ist ziemlich alt. Und Megatrends meint, das sind noch nicht mal die Krisen, man kann auch von den Megakrisen sprechen, sind erstmal die Veränderungen, die sind langanhaltend und die nehmen sozusagen, wirken ein auf Gesellschaft, Wirtschaft und auf Politik. Alle Felder. Und Sie sehen hier einfach mal die aufgezählt, die wir damals während der Pandemie, deswegen kam die Pandemie auch noch dazu, zusammengeführt haben. Das können Sie auch alles nachlesen. Das ist zwar so eine dicke Schwarte, aber das ist ein relativ kleines Kapitel, so dieser Hinführungsteil. Und ein Thema sehe ich als eigentlich die zentrale Herausforderung, mit der wir es jetzt schon zu tun haben. Und wir kriegen es nur noch nicht so richtig zusammengeführt in seiner gesellschaftspolitischen Bedeutung. Und das ist das Thema Klimakrise und Demokratiegefährdung. Im Unterschied zu allen anderen Krisen, die da eben standen, gibt es eine Besonderheit bei der Klimakrise, nämlich, die ist vielleicht zu banal und zu schlicht, wenn ich sie jetzt sage, ich sage es aber trotzdem, bei allen anderen Krisen, so komplex sie sind, bestehen immer menschliche Handlungsmöglichkeiten. Bei der Klimakrise, wenn wir den 98% der Klimaforschenden weltweit folgen, ist man sich sehr sicher, dass ein gewisses Zeitfenster, um einen weiteren Anstieg von CO2 zu verhindern, sehr gering ist. Das heißt, die Gestaltungsmöglichkeiten sind sehr verdichtet auf einen sehr kurzen Zeitraum. Jetzt schauen Sie sich mal an, wenn man das Ganze politisch sich mal anschaut und betrachtet, um was es da geht. Konflikte, lokale Konflikte, die hatten wir in Hessen. Ausbau von Windrädern, Stromtrassen, hat sich die AfD drangehangen. Wir haben es jetzt schon zu tun mit unglaublichen Transformationsprozessen auf Ebene der Industrie, insbesondere auf Ebene der Automobilindustrie. Ich weiß nicht, wer sich für das Thema interessiert, IAA letzte Woche. Interessieren Sie sich für Fußball? Also die deutsche Automobilindustrie ist so behäbig wie der DFB, seit Jahren und Jahrzehnten. Und im Moment passiert da so viel außerhalb, das kann uns zwar alles möglicherweise egal sein, es hängen nur in diesem Land eine 500.000 Arbeitsplätze mindestens an der Automobilindustrie. Nicht in der Fläche, nicht überall, aber wir haben Regionen, auch in Hessen, wo wir viel eine solche Industrie haben.
Und das, was da wegbrechen könnte, da wird nicht jeder sozusagen dann den Sprung schaffen in die neue grüne Welt. Wir haben Auseinandersetzungen auf Ebene der politischen Kultur, Stadt, Land. Warum sollen wir unser Land verspargeln mit Windrädern, damit Frankfurt genügend Energie hat oder genügend Wasser hat? Das kennen Sie möglicherweise. Auseinandersetzungen in Vogelsberg. Das sind lauter so kleine Beispiele. Das geht aber dann auch rein in solche Gemeinschaftsvorstellungen, die da postuliert werden. Auch da lohnt sich die Lektüre des AfD-Wahlprogramms. Und es gibt ein Feindbild, das sind die Grünen. Mal ein Gänsefüßchen gesetzt, ich meine das gar nicht parteipolitisch. Ich glaube, das ist eine Verdichtung von einem urbanen, pluralen, vielleicht auch sehr heterogenen Strukturen. Alles, was da rein verdichtet wird. Brisant wird es werden, was der Klimawandel an Fluchtbewegungen auslösen wird und auch schon ausgelöst hat. Und eine enorm wachsende Bedeutung von Verschwörungserzählungen, Fake News, Wissenschaftsfeindlichkeit. Wir haben es hier mit einer Infrastruktur der Desinformation zu tun. Es wäre nochmal ein Hinweis, kann ich Ihnen geben, für eine Literatur. Da ist das, was während der Pandemie sozusagen ad hoc entstanden ist, wirklich, wirklich ein kleiner Kram. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass ich einen Spiegelstrich ausgelassen habe. In meiner Dramaturgie gehört er nach unten. Im Grunde genommen wird im Moment was in Frage gestellt und keiner weiß, wohin die Reise geht. Nämlich kann unser Wachstums- und Wohlstandsmodell, und ich habe es mal mit dem Adjektiv fossil versehen, 1:1 erhalten werden. Das kann kein Mensch sagen. Und Sie erleben Abwehrbewegungen jetzt schon. Das machen Menschen nicht fest an, das machen die Menschen dann an den Grünen beispielsweise fest oder sonst wem fest oder an den Wissenschaftlern, die den Klimawandel propagieren. Aber es wird etwas fundamental im Moment in Frage gestellt. Und die Rechnung ist, kann keiner durchdeklinieren, wie das ausgeht. Kann man 1:1 den Wohlstand, Wachstum transferieren? Werden wir es mit oder werden wir in der Lage sein oder sein müssen, zu verzichten, was natürlich einem wachstumsorientierten Wirtschaftsmodell vollkommen widerspricht. Die einfache Frage ist, woher soll der ganze Strom herkommen? Das kann keiner beantworten, der jetzt durch fossile Energieträger diesen Wohlstand erzeugt. Sowas schlägt sich natürlich auch in Zahlen nieder. Und hier sehen Sie einen statistischen Zusammenhang in einer Untersuchung meiner Kollegin Beate Küpper und anderen aus dem Jahr 2021. Ich weiß nicht, ob Sie es ein bisschen lesen können. Menschen mit einem Populismus-Einstellung, Rechtspopulismus-Einstellung oder Rechtsextremismus-Einstellung, rechtsextreme Einstellung, rechtspopulistische Einstellung, populistische Einstellung, die sehen den Klimawandel nicht als Bedrohung. Sie sehen nicht, das steht übrigens auch in dem AfD-Wahlprogramm, den deutlichen Klimawandel, der von Menschen gemacht wird und so weiter und so weiter. Also da wird etwas adressiert und aufgenommen und verarbeitet, was schon so sehr, sehr massiv messbar ist. Woher kommt das, dass Demokratiekritik vielleicht fundamentaler wird, und die Polarisierung zunehmen? Da gibt es jetzt natürlich so viele Befunde und Möglichkeiten. Es gibt so einen Zugang, dass man sagt, Menschen sehen in der Politik nicht mehr die Problemlösungskompetenz. Und sie beschreiben eine wachsende Kluft zwischen politischen Eliten. Ich glaube, den Begriff müssen wir ein bisschen weiter fassen. Und der Bevölkerung. Und die Gründe, und das haben hoffentlich diese Ausführungen eben gezeigt, liegen unter anderem darin, dass die Problemlagen sehr, sehr komplex geworden sind, dass die finanziellen Ressourcen fehlen, dass die Gerechtigkeitslücken größer werden, ohne dass die Gerechtigkeitsfrage gestellt wird. Und so dann Nance, Taylor und Taylor, im Zuge neoliberaler Illusionen über die Effekte der Märkte, also dass da einfach auch etwas in der Form möglicherweise nicht mehr funktioniert. Also das ist das eine.
Das andere, das kennt man, ich bin jetzt hier in der Evangelischen Akademie, die Evangelische Kirche kennt das sehr, sehr gut, ist der Bedeutungsverlust von gesellschaftlichen Institutionen seit den 80er Jahren, spätestens. Ulrich Beck, das kennen Sie alle möglicherweise, die Risikogesellschaft, wo er die Individualisierungsthese formuliert hat. Sein Befund war, ja, die Menschen lösen sich aus den konfessionellen, ideologischen oder was auch immer für welchen Zwängen zunehmend, was ja gut ist, einerseits, also nicht mehr in diesen ganz starren Korsetts zu denken und zu leben. Andererseits sind sie dann aber auch auf sich gestellt. Auf sich gestellt. Und das ist ein Stück weit die Frage dann auch an Verbände, an Vereine, an Kirche. Wen erreicht ihr wie? Ich wohne auf dem platten Land in der Nähe von Marburg. Bleibt man bei der Kirche? Aus einer eigenen Logik heraus, völlig nachvollziehbar. Die Kirche ist voll, also die evangelische, katholische Kirche sowieso bei uns in der Gegend, vollständig auf dem Rückzug. Vollständig. Da wird ein Gemeindehaus nach dem anderen geschlossen, eine Pfarrstelle nach der anderen wird aufgegeben. Das heißt aber nicht, dass die Menschen nicht nach wie vor die Frage nach dem Sinn stellen oder die Frage nach Zugehörigkeit. Wie kommen wir zu diesen Menschen? Das Dritte ist, wir führen gerade eine Studie durch, meine Kollegin Nora Zardo und ich, zum Thema Anfeindung und Bedrohung von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Hessen. Wir haben Interviews geführt, ich glaube mit 20 von ihnen. Das Ergebnis, ein Ergebnis ist, die Zündschnur bei den Menschen wird immer kürzer. Die Ungeduld, die Anfeindung von Verwaltung, von Bürgermeister selbst bis hin zur Bedrohung. Und eine Bürgermeisterin hat im Interview gesagt, das sind so viele Ichlinge. Und damit meint sie, es sind so viele Menschen, die kümmern sich nur noch um ihren Gartenzaun. Die haben den Bezug zum Gemeinwesen verloren. Kann man natürlich auch kritisch sehen und so weiter, was man Befund aus dieser Richtung. Das war eins zu... Huch, was habe ich denn gemacht? Entschuldigung. Ach, jetzt gehen wir mal den ganzen Vortrag nochmal an die richtige Stelle. Da. So. Es ist meiner Meinung nach wesentlich, dass wir es uns nicht zu bequem in der Betrachtung machen, zu meinen, die Gesellschaft zu verstehen. Da sage ich Ihnen, ich sage das Ihnen, weil ich das auch lernen muss. Ich mache das Ganze seit 2007 und beschäftige mich sehr mit dem Thema Rechtsextremismus. Und so ein Koordinatensystem, es gibt den linken Rand, den linksextremen Rand, also da hast du dein Extremismusmodell sozusagen, und rechts außen und rechtsextrem und die Mitte völlig unbescholten, wie auch immer, es war schon immer obsolet und es ist gerade in Anbetracht der jetzigen, heutigen Entwicklung obsolet. Es geht nämlich zu bestimmen, wie verhalten sich extreme Ränder zu dieser ominösen Mitte, zu der wir uns möglicherweise hier alle irgendwie zählen würden. Ein Zugang ist, sich mal, und das ist nichts Neues, das ist wirklich nichts Neues, sich zu vergegenwärtigen, dass es Ideologien gibt, sogenannte Brückennarrative, die funktionieren links, rechts, geradeaus und in der Mitte gleichzeitig. Brückennarrative, lagerübergreifend, intentionale Allianzen mit anti-emanzipatorischen Schnittmengen, so die Definition. Querfront ist so ein Begriff, den Sie vielleicht ab und zu mal gehört haben. Und die Beispiele, die man da nennen kann, Widerstand gegen das System, habe ich eben gesagt, verbindet die unterschiedlichsten Strömungen. Antifeminismus als ein neues ideologisches Element von Rechtsextremismus und Antisemitismus. Wir haben vielleicht noch zur Ergänzung zu meiner Vorstellung seit 2 Jahren die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen bei uns angesiedelt, RIAS Hessen, jetzt vorletzte Woche den ersten Jahresbericht veröffentlicht.
179 Vorfälle, obwohl man eigentlich noch mehr oder weniger im Aufbau der Struktur ist, in einem Jahr, die dokumentiert sind, und die gehen eben querbeet. Antisemitismus ist kein Rechtsextremismusproblem. Antisemitismus ist auch ein Mitteproblem. Antisemitismus ist ein Problem in der Einwanderungsgesellschaft, und Antisemitismus, Stichwort Documenta, ist teilweise ein massives Problem auf der linken Seite dieses Spektrums. Dass das so funktioniert bei Antisemitismus, ist nichts Neues. Ist überhaupt nichts Neues. Also alles, was ich Ihnen hier sage, ist eigentlich nichts Neues, sondern ist diesem Thema zu eigen. Ein anderer Versuch, vielleicht mal ein bisschen zu sortieren, wie sich Gesellschaft positioniert, den habe ich Ihnen hier mitgebracht, und mal eben nicht als links oder rechts, sondern diese Unterscheidung, die ich eben hatte zwischen offener, pluraler Gesellschaft versus, wie habe ich es da geschrieben, homogene, nationalistisch geprägte Volksgemeinschaft. Das wäre mal so ein anderer Pol, und da gibt es ja noch viele Graduierungen dazwischen. Einerseits. Und auf dieser Achse der Versuch, sozioökonomisch integriert, bestens aufgehoben, ausgestattet, oben und unten völlig danieder. Und dann finden Sie Menschen, wenn man so eine Vierfelder-Tafel machen würde, die man zuordnen kann. Und ich würde behaupten, hier in diesem Raum würden sich viele Menschen in diesem oberen linken Feld, weiter außen, weiter oben, aber irgendwo dazu ordnen. Also ökonomisch integriert und für eine offene, plurale Gesellschaft stehend und so weiter und so weiter. Und dann ist die Vorstellung, jetzt habe ich diesen Punkt einfach ein bisschen blöd gesetzt. Überhaupt sind die Punkte da ziemlich blöd gesetzt. Mit diesem Teil habe ich mehrfach in Fortbildung gearbeitet. Und diesen unten, rechts unten, diesen Punkt ein bisschen höher gezogen, ein bisschen mehr in die Mitte, aber noch in diesem rechten unteren Feld. Also eher nach rechts und eher sozialökonomisch desintegriert. Dann ist die rhetorische Frage an dieser Stelle an Sie oder auch an mich: Wie viel Kontakt, Austausch haben wir mit diesen Menschen? Wo leben wir in unseren Bubblen, die wir bestimmen können, nämlich politisch, kulturell und ökonomisch? Wen erreichen wir nicht? Und wie groß ist unsere Empörung darüber, dass diese Menschen, die sich vielleicht nicht unbedingt an den ganz extremen Rändern verorten, über die spreche ich nicht, sondern irgendwo da in Bewegung sind, die das Vertrauen verloren haben. Wie erreichen wir die? Das, finde ich, ist eine spannende Frage, wenn wir uns wirklich nüchtern mit den Befunden, außer uns müssen wir nicht erreichen. Oder wir stärken uns alle und haken uns unter und kleben uns hier auf dem Römerberg fest. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Andere Ideen. Nehmen Sie mal das hier. Junge Menschen, alte Menschen. Zufriedenheit mit Demokratie, Nichtzufriedenheit mit Demokratie. Wenn Sie sich erinnern, jetzt sind einige hier wirklich jünger als ich. Ich glaube alle fast. Also Sie sind alle jünger. Ich zähle zu den Alten, ich würde zufrieden sein mit der Demokratie. Es gibt viele ältere Menschen, die sind es nicht. Die sind da unten. Die brabbeln vor sich hin. Oder lernen jetzt noch im hohen Alter, das ist jetzt ein bisschen zynisch, sich in sozialen Medien zu bewegen und dann in Versalien ihren Dampf abzulassen. Aber wie erreichen wir die? Wie erreichen wir junge Menschen? Wie erreichen wir alte Menschen? Wie erreichen wir vielleicht Menschen, die noch nicht alles aufgegeben haben mit Blick auf Demokratie, die aber vielleicht in unseren Augen sehr heftig daherkommen? Auch eine rhetorische Frage. Eine Frage der Betrachtung. Die zweite Folgerung meiner Spurensuche ist ein ganz kurzer Einblick in ein Forschungsprojekt, das wir gerade durchführen, nämlich: Ich habe das einfach schamlos umbenannt. Normalerweise steht da Rechtsextremismus mit der Lupe untersucht. Ich habe einfach mal reingeschrieben, Demokratie mit der Lupe untersucht. In einem Modellprojekt und jetzt nochmals verstetigt durch eine eigene Förderung haben wir mit einem Geografen von der Uni Frankfurt ein sogenanntes Demogis entwickelt. Und da geht es um das Thema Demokratie und ihre Darstellung, kartografiert auf, bezogen auf Hessen. Und das Interessante ist,
hier sehen Sie jetzt, unschwer zu erkennen, Hessen. Das Interessante ist, dass es sich so lohnt, auch datenbasiert, mal so kleinräumlich wie möglich sich alles anzuschauen. Was jetzt hier blau einschraffiert ist auf dieser Karte, sind die AfD-Wahlergebnisse von der letzten Bundestagswahl. Wenn Sie diese Wahlergebnisse auf Landkreisebene setzen würden, dann würde Hessen ganz anders aussehen. Können Sie sich angucken im Netz, ich kann den Link auch gerne nochmal schicken, wir haben das ganze Tool online gestellt. Wenn Sie auf Gemeindeebene gehen, ist das ein Flickenteppich. Und das Interessante ist, wenn Sie jetzt mit Ihrem Auge mal drüber wandern, je dunkler, desto doller, also höher die Wahlergebnisse für die AfD. Und dann sehen Sie so manche Gemeinde, das ist jetzt die Gemeindeebene, die ist dann vereinzelt dunkelblau und drumherum ist es eher hell. Oder umgekehrt, Sie sehen dunkle Flecken, sehr dunkle Flecken, Landkreis Fulda, alles um Fulda ist sehr dunkel und Fulda selbst hebt sich dann wieder ein bisschen hervor. Warum ist das so? Jetzt kann man sagen, okay, sind halt Wahlergebnisse. Unsere Frage ist, gibt es auch Besonderheiten vor Ort, die wir kennenlernen müssen? Und in dieses Demogis haben wir die Bevölkerungsentwicklung der letzten 9 Jahre mit draufgenommen, die Steuereinnahmekraft, die Arbeitslosendichte, Anteil nichtdeutscher Bevölkerung und so weiter und so weiter. Also wir haben sozusagen die Theorien zur Erklärung des Rechtspopulismus sozioökonomisch und politisch-kulturell versucht, mit Daten auf die Karte zu bringen. Und jetzt sind wir dabei, die Ergebnisse der letzten 3 Reichstagswahlen noch mit aufzunehmen, um mögliche Spuren der Tradierung zu finden. Weil, und das ist unsere Erfahrung aus der Praxis, es gibt Orte in Hessen, wo immer wieder, wenn 10 Jahre Pause ist, passiert da was. Eine neue Szene, hohe Wahlergebnisse, Verletzungen und Gewalt. Und andernorts nicht. Und das ist nicht nur ein Problem von Stadt und Land, wie Sie sehen. Also, das hier nur als Punkt. Es lohnt sich, kleinräumig zu denken. Und dann, wenn man das mal dreht, wie kann man das machen? Hier beziehe ich mich nochmal auf Nance Taylor und Taylor. Die haben die Idee, Charles Taylor, das ist einer der wichtigsten Figuren der politischen Philosophie weltweit, kann man teilweise auch kritisch sehen, aber er denkt auch sehr kleinräumig und die haben sich sehr mit dem Thema Bürgerräte, Bürgerbeteiligung auseinandergesetzt. Ich möchte jetzt gar nicht die Methode näher vorstellen, sondern nur mal darstellen, was sozusagen an normativen Voraussetzungen bei denen herrschen sollte, die in solche Prozesse gehen und sie verantworten wollen. Also stellen wir uns vor, wir suchen aus dieser komischen Hessenkarte uns einen Ort aus und wollen dort mit Menschen was machen. Wollen in Austausch kommen, Dialog, was auch immer. Wir müssen akzeptieren, dass sie selbst ein Faktenwissen über ihre Lebensräume mitbringen. Zum Beispiel. Also die haben wirklich auf uns gewartet, ne? Das war jetzt zynisch gemeint. Sondern wir müssen anerkennen, dass sie eine Expertise für ihren Ort haben. Sie brauchen einen Raum, um ihre Bedürfnisse und ihre Zielvorstellung klar zu formulieren, das Ganze im Dialog ermittelt. Und das ist das Wesentliche bei Beteiligungsprozessen. So leben sie und so sterben sie meistens. Da wird dann vielleicht in einer Akademie mit Jugendlichen tolle partizipative Geschichten gemacht, die Stadt Frankfurt 2030, irgendwas. Und dann wird das zum Rohrkrepierer. Weil das wird ein Bildchen mit irgendeinem Lokalpolitiker, einer Lokalpolitikerin, aber was passiert mit den Ergebnissen? Also so viel Ernst muss man sich schon selbst nehmen, wenn man über Demokratie spricht, dass man von vornherein die Prozesse auch bedenkt und die Menschen darin sehr, sehr ernst nimmt. Und die dritte Folgerung auf meiner kleinen Spurensuche, wir können über Begriffe Menschen erreichen. Weil ich denke, bestimmte basale Begriffe haben alle Menschen drauf. Und ich habe Ihnen nur mal ein Beispiel mitgebracht, Gerechtigkeit. Über Gerechtigkeit können viele Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Nicht alle miteinander, auch nicht die, die völlig natürlich unser System ablehnen.
Hier auch nochmal ein Beispiel zum Thema Generationengerechtigkeit und Klimakrise. Johannes Müller-Salo, ein junger Philosoph, hat dazu ein Buch geschrieben und zum Thema Generationengerechtigkeit. Der schreibt, der moralische Kern des Klimakonflikts ist denkbar einfach. Das Stück, welches sich die älteren Generationen vom Emissionskuchen genommen haben, ist viel zu groß. Einfacher Satz, einfache Aussage. Den Schaden tragen die jetzt lebenden Jüngeren, wie auch die noch ungeborenen zukünftigen Generationen davon. Und dann macht er so eine kleine Ausführung, welche Generation wie davon betroffen ist. Die Gewinner, die 68er und die Babyboomer, die Generation X, ich zum Beispiel, wir stehen so dazwischen, wir erleben nicht mehr, also wir erleben noch ein bisschen möglicherweise die Folgen des Klimawandels und dann die Verlierer dieser Ungerechtigkeit. Das ist eine zentrale Frage für mich. Nicht das Klimathema alleine, sondern das Thema Gerechtigkeit. Der zweite Modus, wenn wir uns nochmal an die Definition von Demokratie erinnern, und der zentrale Wert von Demokratie ist Freiheit. Freiheit alleine bringt aber nichts, weil wenn es nur darum geht, dass ich mich so frei fühlen kann, wie ich es möchte, wird das eine sehr, sehr einsame und egoistische Nummer. Weil wir zusammenleben, müssen wir immer die Gerechtigkeitsfrage stellen. In dem Spannungsfeld. Und das Dritte, was dazu kommt, ist, wir sind alle eigen, wir sind alle individuell. Stichwort Menschenwürde. Das ist eigentlich nicht viel und es ist doch so komplex und kompliziert. Ich glaube, mit Blick auf die Zeit würde ich das jetzt mal an dieser Stelle beenden und das ist mein Fazit. Mir ist wirklich nichts eingefallen. Wie kann man den Sack zumachen? Und ich dachte mir, ich mache das auch nicht. Herzlichen Dank.